Das Bild hat, ich würde sagen, ein Problem. Das Bild braucht Licht, vor allem Seitenlicht, von Tageslicht. Dann ist es ein sehr meditatives, wunderbares Stück Malerei der Zwischenkriegszeit mit allermodernsten Mitteln. Überzeugend und wunderbar gemalt. Heute zeigen wir einen wirklich interessanten und berühmten österreichischen Künstler, Hans Böhler, mit einem durchaus niederösterreichischen Motiv, nämlich die Brücke in Angern an der Mach. Ein Bild aus dem Jahr 1935, das in seinem ganz typischen, breit pinseligen Stil und in einer ganz typischen Farbreduktion, Farbrücknahme gestaltet ist. Also über den Hans Böhler könnte man jetzt tatsächlich einen mehrstündigen Vortrag halten. Wir haben vor einigen Jahren einen Teilnachlass erworben des Künstlers. Und so wie du schon gesagt hast, in diesem ganz typischen Stil, der lässt ihn auch sein ganzes Leben nicht aus. Auch dieses spektakuläre, starkfarbige Spätwerk ist gezeichnet von dem Spiel zwischen Fläche und Linie. Und interessanterweise, also interessant ist ja auch, dass Hans Böhler hier eine ganz eigene Handschrift entwickelt. Es gibt eigentlich niemanden, der so malt. Also man weiß gleich, das ist Hans Böhler. Genau. Ja. Und zwar durch diese breiten Kompartimente. Ein bisschen hat es zu tun, als würde der Pointillismus sich aufblasen, immer größer werden und aus den kleinen Punkten so große Kompartimente. Und er setzt seine Landschaften, aber auch seine Aktbilder, seine Menschendarstellungen aus so großen malerischen Kompartimenten zusammen und macht dann noch ein Übriges, ich habe es zuerst schon versucht zu sagen, er reduziert die Palette total. Weil hier haben wir es nur mit Grün-Blau, ein bisschen, Grün-Blau, ein bisschen Violett zu tun. Mhm. Und findet da einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil, der auch ein seltsames Gefühl für Natur und Stille und Ruhe vermittelt. Mhm. Etwas, was man auf Bildern von Hans Böhler oft vermisst, ist die Signatur vorn. Er hat das tatsächlich nicht gerne gemacht, um dieses Bild nicht zu stören mit seiner Signatur. Wenn, dann ist es monochromiert, das HB sehen wir manchmal. Auf der Rückseite haben wir allerdings ein paar Hinweise darauf, über die Geschichte des Bildes. Ja. War 1935 ausgestellt in einer berühmten Galerie in London. Ja. Und in Marlborough, 35 glaube ich, war es in New York ausgestellt. Ah, ja, stimmt, 35 in New York und später dann in der Marlborough Gallery. Also ein berühmtes Bild, weit gereistes Bild. Der Hans Böhler ist ja auch durch seine Freundschaft und Liaison oder ich glaube sogar Ehe mit der. Ehe war es nicht. Also Liaison mit einer berühmten österreichischen, mit einem berühmten österreichischen unter Anführungszeichen Modell, nämlich die Federica Bermonti, also Federica Bär. Ja. Die beiden hatten eine, und weil du es jetzt angesprochen hast, eine lebenslange Beziehung. Sie hat allerdings gesagt, dass sie der Meinung ist, dass sie einen kreativen Geist wie den von Hans Böhler nicht in so etwas Biederes, in ein biederes Konzept wie eine Ehe einschließen kann. Die Bermonte war die sowohl von Schiele als auch von Klimt gemalt worden ist. Hans Böhler stammt ja auch aus der berühmten Stahlbaron-Familie, war auch Schüler von Egon Schiele, wurde dann aufgrund dieser Liaison, die Eltern nicht wollten, in die weite Welt geschickt. Also ich glaube so nach Japan und so weiter und so weiter. Ja. Also sie wollten die zwei jungen Leute trennen, was aber nicht gelungen ist. Es war eine lebenslange Liebe, eine so große Liebe, dass du hast es auch schon erzählt gehabt heute Vormittag einmal. Ja, nein, es ist, man muss natürlich, also die Federica Bär wurde von Schiele und Klimt porträtiert. Ja. Beide Porträts hat der Hans Böhler einen Auftrag gegeben und diese Bilder verblieben in der Familie. Und um diese Ausstellung 1968 in der Marlborough Gallery zu ermöglichen, hat die Familie diese beiden berühmten Bilder der Federica der Marlborough Gallery in Kommission übergeben. Ja. Und die haben natürlich beide Bilder verkauft. Ich meine, 1968 war das auch, also heute sollte man sie noch haben. Das wäre ein Haupttreffer. Wären viele Millionen. Viele Böhlers. Hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwie gekauft war, denn der Böhler ist ein eigenständiger, ganz feiner Maler. Das Bild hat, ich würde sagen, ein Problem. Das Bild braucht Licht, vor allem Seitenlicht, von Tageslicht. Dann ist es ein sehr meditatives, wunderbares Stück Malerei der Zwischenkriegszeit mit allermodernsten Mitteln. Überzeugend und
wunderbar gemalt. Und ich weiß seit heute, dass Angern an der Mach liegt. So ist es.